kohtaan täytiin. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhka. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mittwoch Bergfest. Die halbe Woche ist geschafft und wir haben eine neue Folge am Start. Und auch diese Folge, wie die Folge vom Montag, ist natürlich voraufgezeichnet. Genauso wie die nächsten Folgen, die werden auch voraufgezeichnet sein. Aufgrund eines Krankenhausaufenthaltes wegen einer OP meinerseits. Und ich wollte natürlich so wenig Folgen wie möglich, wenn sogar nicht, gar keine Folge ausfallen lassen. Daher ist es voraufgenommen pünktlich, ich glaube 16 Uhr habe ich eingestellt, erscheint diese Folgen auf meinem YouTube-Kanal. Also könnt ihr euch das merken, diese Woche auf jeden Fall pünktlich 16 Uhr kommt hier neue MSC-Folgen für euch. So, wir haben in der letzten Folge ja die Holzlieferung vorbereitet, hier hingestellt und heute ist die Auslieferung. Heute wollen wir wieder ein bisschen Cash in the Tash machen. Insgesamt ganze 3200 Marker, die wir uns ja einheimsen wollen. Und an die Leute gerichtet, die natürlich sagen, na, warum machen wir überhaupt noch diese ganzen Jobs? Wir haben ja den Geldkoffer. Wir wollen natürlich trotzdem die ganzen Jobs noch mitmachen. Wir wollen uns jetzt nicht ausruhen auf den Geldkoffer und nur vom Geldkoffer leben. Da könnten wir auch glatt den Satz mal komplett fertig machen, die Runden mit Siski drehen, dann das komische Date da, was die da haben, machen mit Pornoblüche im Auto und dann ist diese Staffel auch zu Ende. Wir wollen das aber natürlich nicht. Wir wollen noch ein bisschen Spaß gemeinsam haben. Und da werden wir natürlich auch weiter die ganzen Jobs hier machen. Ich muss, glaube ich, erstmal hier. Ja, jetzt klappt das. Daher seht es mir nach. Aber wir werden jetzt hier nicht nur vom Geldkoffer leben. Ansonsten wird es ja auch relativ schnell dann langweilig. Und das wollen wir ja nicht. So, das nur kurz zur Erklärung, warum wir nicht nur den Geldkoffer nutzen. So, hier Handbremse raus. Wir können ruhig auf High gehen. Angekoppelt ist, glaube ich. Wollen wir sehen. Ja, ist angekoppelt. Let's go. Auf zum Holzkunden. Abliefern. Und ich hoffe, das Abliefern bzw. das Abladen des Holzes läuft besser als, ich glaube, das war im letzten Livestream von MSC. Da hatten wir so leichte Abladeprobleme. Das Holz wollte einfach nicht runterfallen. Aber ich glaube, wir müssen den Hebel hier nach ganz vorne machen, dann flutscht es wie von alleine. Lasst uns überraschen, würde ich sagen. So, jetzt konzentrieren wir uns hier mit unserer Turboschnecke hier, dem Traktor. So. Ich hoffe eventuell, dass, wenn die Zeit noch da ist, dass wir hier noch ein bisschen zu Hause sind, damit Fletari anruft. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir am Freitag dann einfach zur Fletari, holen unser Auto. Wir haben es ja schon letztens gesehen, Katalog liegt da, überall Käfig ist auch schon eingebaut. Kann es sein, dass es dann nicht nochmal anruft, ich weiß es nicht. Beziehungsweise, wenn wir hier auf dem Rückweg sind, checken wir nochmal den Briefkasten. Stromrechnung hat man ja jetzt erst vor kurzem bezahlt. Kann natürlich sein, dass jetzt mittlerweile wieder die Telefonrechnung eingekehrt ist. Dann kann er natürlich nicht anrufen, das ist klar. So. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal schön um Cash in the Tash. Das ist natürlich auch wichtig. Aktueller Kontostand ist ja 5731 Marker. Und wenn wir hier nur Holz abgeliefert haben, haben wir dann einen neuen Kontostand von 8931 Marker. Fast schon wieder 10 Riesen. Und wenn wir dann soweit den Satsuma TÜV bereit gemacht haben, werden wir dann auch natürlich zu Mr. Pigman fahren, den ich ja so herzhaft Satan immer nenne. Und dann da natürlich ein bisschen Blackjack spielen, in der Hoffnung natürlich, dass es dann wie in Staffel 2 läuft, schön Cash in die Tash machen, dass wir nicht das ganze Geld verlieren. Aber mit Geldkoffer ist es natürlich dann einfacher. Guck mal hier, Grafikquellen. So. Fahren wir über die Schienen, machen wir es wieder ein bisschen spannend. Ja, komm, machen wir. Normal fahren kann ja jeder. Wir fahren über die Schienen. Wir hatten erst letzte Woche einen Herzinfarktende mit dem LKW, wo wir gerade ganz so, ganz langsam im fünften Gang über den Bahnübergang sind, wo der Zug ankam. Da hat bestimmt nicht mal viel gefehlt. Was soll uns passieren?
Ich wage es noch gar nicht so richtig zu sagen, aber ich glaube, wir haben relativ gute Chancen, dass uns der Cousin nicht in die Quere kommt. Aber wir kennen ja mein Sommercar. Wir sind just best friends. Das hat ja mittlerweile immer eine Überraschung für uns parat. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir hier bei unserer Holzlieferung dann auch natürlich jetzt hier noch eine Überraschung serviert kriegen. So. Erstmal schön hier ausrichten. Und dann gib ihm 5. Natürlich hier das Problem. Wir können nur nach vorne gucken. Nach hinten, Rückspiegel sehen wir nichts. Und nach hier sehen wir auch nicht wirklich was. Wir müssen einfach auf das Geräusch hören, beziehungsweise auf das Tröten, auf das Tuten des Zuges, ne? So, nach vorne können wir gucken ohne Probleme. Sieht aber alles sauber aus. Let's go. War das nicht auch mit dem Traktor, wo das auch so relativ eng war? Ja, es ist relativ. Wir konnten noch wunderbar runterfahren von den Schienen. Aber kurz darauf kam er dann dazu, ne? Also das... Da kam er auch von hinten. Also das Tuten, das hört man noch rechtzeitig. Kann man noch... Wenn man sofort reagiert, wunderbar ausweichen. Das Problem ist halt, man muss aufpassen. Man darf hier nicht zu weit abkommen, weil sonst steckst du hier im Sumpf fest. Und ja, dann wird es eine... Dann wird es in der Tat eine Schneckenfahrt. Und der Traktor ist so schon nicht schnell, ne? So. Vorne kommt immer noch nichts. Nach hinten können wir nicht beurteilen. Ja, wir sehen es nicht. Gut. Aber wir haben es ja fast geschafft. Trotzdem dürfen wir uns natürlich nicht in Sicherheit wähnen. Das wäre fatal. Das war ja auch im Livestream, wo da kommt das Getröte. Rüber. Oh, nicht zu weit. Einfach stehen bleiben. Hui. Guck mal, wie, das ist eng, da ist nicht viel Platz. Und ich sag's noch. So, bitte lass jetzt nicht im Sumpf stecken. Nein, nicht im Sumpf stecken. Mach, low. Ja, Gott sei Dank. Hulalalala. Weil zu weit darfst du nicht abkommen. Dann war's das. Aber wir haben es geschafft. Also das Horn des Zuges kommt noch rechtzeitig. Viel Zeit hat man nicht. Mal, hi, jetzt kannst du hier richtig Gas geben. Viel Zeit hat man nicht, aber wenn man sofort reagiert, easy. Das ist ja ein Witz für uns. Ja, aber so schnell hat es geändert. Plötzlich kam der Zug von hinten, ne? Und wie gesagt, was wollte ich sagen? Genau, im letzten Livestream war das. War ja auch Rallye-Tag, wo wir das Holz abgeliefert haben. Da hat uns ja hier ein Stück das Rallye-Auto mitgenommen, ne? Da brauchten wir gar kein Gas geben, wir brauchten bloß ein bisschen lenken. Den Rest hat der Rallye-Fahrer gemacht. Bis er irgendwo stecken geblieben ist. Beziehungsweise dann gegen Baum gefahren ist. Und dann war 18 Uhr, dann war Feierabend. Na komm, Traktor, schaffst du. Ich schalte auch für dich in Low rein, extra für dich. Dann hast du es einfacher, ne? Also mal freischalten. Das schafft er so. Die Axt hängt immer noch da, ne? Hat man jetzt schlecht gesehen. So. Na, das läuft doch hier richtig gut nach Zeitplan. Wenn das mal immer so wäre. Bis jetzt auch noch kein Cousin gesehen? Läuft. Es läuft. Mal gucken, ob er dann auf der Rückfahrt das kurze Stück dann kommt. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal gerade nicht. So. Grüß dich. Warte. Hier, grüß dich. Ja, ich war ja schon. Ach ja, stimmt. Der K ist ja gleichzeitig. So ganz schnell hier drüber dallern. Der Scheibenwischer, ne? So. Großzügige Kurve fahren, dass wir nicht hängen bleiben. Was ist das denn für ein Riss hier im Boden? Und das... komm, nicht hängen bleiben. Ja, super. Läuft doch. So. Hupe. Geht nicht. Tut mir leid. So. Handbremse jetzt. Wir schalten kurz runter. So.
Grüß dich, mein Freund. Das sind mir die liebsten Kunden, die nicht grüßen. So. Ja, das sieht gut aus. So. Und jetzt, wenn ich mich nicht total irre, den auf ganz vorne. Mitte, ganz vorne. Und jetzt einfach Gas geben. Ja, das läuft. You have trouble and I have opinion. Probleme habe ich nicht, also Ärger, Aufwände. Die Lieferung, ja, das geht nämlich gerne. You can buy beer and sausage with all the money. Naja, oder andere Sachen. 3200 Marker, neuer Kontostand. 8931 Marker. Danke, mein Freund. Hör auf, mit dieser Hand zu winken da. Ich sag's dir. So, zack. Wunderbar. Wenn du wieder Holz brauchst, rufst du wieder an, ne? Ja, hör auf mit diesen, komm, reinfahren. Wir sind ja schon reingefahren. So. Ja, Gas zurück. Fährt schon wieder runter, sehr schön. So, Cousin ist jetzt hier auch noch nicht vorbeigefahren, ne? Naja. Wen soll's stören? So. Ladies and Gentlemen, zack. Erster Gang. Wir warten noch kurz, ne? Nein. Ich hab doch gerade geliefert, da brauche ich nicht schon wieder reinfahren. So, pass auf, gleich geht's wieder los. 3, 2, 1, 3 Viertel, halb, Viertel. Dann klappt's. So, mach's gut, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. War mir eine Ehre. Einer der eher unhöflichen Kunden, die einfach mal nicht grüßen, ne? So, kein Cousin zu sehen. Jetzt können wir allerdings nach hinten gucken, ob ein Zug kommt oder nicht. Rein theoretisch müsste der Zug jetzt schon einmal durch sein. Das heißt, da müsste auch quasi jetzt auf dem Rückweg von wir hören ihn. Dann ist jetzt durch, perfekt, dann haben wir jetzt null Risiko. Wie auf der Herfahrt, was will man mehr? Weil ob er jetzt da lang gefahren ist oder da lang gefahren ist. So, kein Cousin zu sehen, perfekt, das bleibt uns heute erspart. So, wir haben hier keinen Stress. Ich wette, uiuiuiui. Ja, da vorne fährt er. Wenn, dann kommt uns entgegen. Aber so schnell ist er auch nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. So hoch sind nun die Schiene auch nicht. Sehr gut. Ein kurzer Schreckmoment, wo der Zug dann plötzlich doch von hinten kam. Aber kein Cousin. Und die Rückfahrt ist ganz entspannt, weil der Zug gerade erst durch ist. Also wir hoppeln jetzt hier wieder über die Schienen. Und landen jetzt hier im Sumpf. Guck mal, wir sehen den Zug immer noch. Ja, dann wird das entspannt. Sehr schön. Die sind auch noch vollkommen in der Zeit. Perfekt, das will man mehr. So soll es sein. Ja, das könnte doch eine richtig perfekte Folge werden hier. Konzentrier dich. Wenn du auf Schienen fährst, konzentrier dich. Den Zug immer noch. Alright. Ja, der fährt immer noch in diese Richtung, wie wir fahren, ne? Da wird es weg. Gut. Und Gott sei Dank, endlich mal eine Folge ohne Cousin. Ja. Au, oh, das ist auch mal schön. Der Traktor könnte immer noch ein Stück schneller sein, ne? Auch wenn sie es schon geringfügig schneller gemacht haben. Oh. Viertank ist da auch nicht mehr drin, ne? Wir müssen dann auch irgendwann mal wieder eine Tank... Ui, Vorsicht. Eine Tankrunde einlegen, ne? Beziehungsweise... Kanister füllen. Könnt ihr die Kanister mitnehmen? Wenn wir mit dem Muscle Car zu Fletari fahren, laden wir um, packen wir einen Satsuma,
müssen ja eh in die City. Zum TÜV. Und dann können wir dort schon mal wenigstens die Kanister mit auffüllen, ne? Können wir das hier wenigstens hier schon mal reinhauen. Sehr schön. Kein Zwischenfall auf der Rückfahrt. Herrlich. So soll es sein. Das war eine schön entspannte Mittwochsfolge. Wackel, dackel, wackel, dackel. Da ich zu Hause sind, checken wir erstmal den Briefkasten. Und dann werden wir die restliche Zeit, ein paar Minuten haben wir ja noch, zu Hause verbringen. In der Hoffnung, dass vielleicht noch Pletarian gibt. Grafikfehler. Ganz aktuell. 3:15. Ja. Rein theoretisch noch Zeit, dass Pletarian uns anruft, ne? Wäre natürlich schön. Ansonsten, wie gesagt, fahren wir Freitag einfach hin. Beziehungsweise könnten wir Freitag auch nochmal die Oma besuchen gehen, dass wir das auch bekommen. Vielleicht machen wir es auch in Verbindung. Wir können ja zur Oma fahren. Können wir sagen, guck mal, was wir für ein coole Protzkar haben. Und dann fahren wir zu Fredari. Holen Satsuma ab in die City. Auch wenn die Oma jetzt vom finanziellen her und ganzen Aufwand jetzt nicht wirklich was bringt, wir können die Oma ja jetzt nicht vernachlässigen, ne? Das geht nicht, das funktioniert leider nicht. Wir müssen uns schon um die Oma kümmern. So. Zumal ja, soweit ich richtig informiert bin, gibt es ja die Oma dann im Mai-Winter-Car, gibt es die gar nicht mehr. Da ist sie dann schon von der Welt. So. Beziehungsweise brauche ich jetzt gar nicht hier anhalten, weil ich muss ja eh das Gespann hier abstellen. Läuft. 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 Vorsicht, Baum. Gut. Ah, perfekt. Na, das läuft doch. So. Perfekt, Monto. Sehr schön. Geschafft. Zack. Dann auf zur Briefkasten. Klingt schon wieder leicht nach Gewitter, ne? So. Okay. Keine Post. Das heißt, Telefonrechnung ist bezahlt. Gut, kann sich in der Zeit, wenn wir bis nach Hause laufen, auch wieder ändern, ne? Ich weiß nicht, ob das dann immer, wenn der nächste Tag erst da ist, die Rechnungen kommen, oder ob das zwischendurch auch passiert. Das weiß ich leider gar nicht. So, wir springen einmal über die Hecke. Hochleistungssportler, jawohl. Sehr schön. So, ich mache kurz einen Check, das ist leer. Wir wollen ja, wie gesagt, Fletari nichts schenken, ne? Ansonsten war ja nichts im Auto. Gut, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt noch die restlichen Minuten? Gute Frage, nächste Frage. Wie gesagt, die Oma ist noch als einziges. Jawohl, perfekt. So, irgendwann werden natürlich dann auch noch die... Ich habe ja noch ein Spiel, stimmt ja. Die nächsten Güllekunden anrufen. Aber erstmal warten wir jetzt hier eigentlich auf Fletari, bis der sich mal meldet. So. PC haben wir ja in der letzten Folge aufgebaut. Guckt euch an, jetzt haben wir schon mal zwei Spiele. Läuft, 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 läuft. Gut, okidoki, dann. Was hier passiert? Der gute Killer!
Ich sage ja, entweder Geister oder die Eltern sind wieder da und haben uns verarscht. Ist natürlich der ganze Krieger ausge... Oh, das war schweineteuer. Oh Gott. Der gute Kiyo ist ausgelaufen. What the heck? Oh, der stand hier oben noch. Ja, man sollte halt einen Deckel immer drauf machen, ne? Wenn sowas passiert. Wenn das hier so ein Movement hat, ey. Was ist das denn? Ah, das ist alles Saft, ne? Mal alles mal geholt, um dann hier richtig viel Kiyo zu produzieren. Jetzt ist Jocke weg. Naja, dafür haben wir Kohle. Okay, ja, dann brauchen wir den einmal jetzt auch nicht mehr. Dann können wir den jetzt auch aufräumen. Das läuft mal wieder. Mal da den Deckel auf. Meine Güte. Gut. Also es krummelt leicht. Also es wird nicht lange dauern. Dann wird hier auf jeden Fall Gewitter sein. Und so wie es aussieht, ruft Fletari leider nicht an. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Dann machen wir das wie besprochen. Am Freitag fahren wir zu Oma mit dem Muscle Car und von dort aus fahren wir dann nach Loppe zu Fletari, stellen den sein Muscle Car ab, holen unseren Satsuma dort ab und fahren dann in die City. Und bevor ich das dann nämlich vergesse, weil ich nehme es zwar im Vornherein auf, aber ich mache das ja nicht alles am ein Stück, belade ich jetzt schon mal das Muscle Car mit den Kanistern. So. Weil ich kenne das sonst. Sonst fahren wir dann am Freitag los. Und dann fällt uns bei Timer auf, oh, wir haben die Kanister vergessen. Das wäre richtig blöd. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir spielen wieder in der Experimental-Version. Ich hatte ja mal einmal eine Folge gehabt, wo wir das aus hatten, weil ich mal mein Summer Car Online ausprobiert hatte. Aber jetzt habe ich die Experimental wieder aktiviert. So, da haben wir das vorbereitet. Wunderbar, wir sind in der Zeit. Wir sind sogar schon wieder etwas drüber. Und in dem Sinne würde ich sagen, war das eine neue Folge von My Summer Car. Schaut, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr es gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.